Ja, nix, moin Lichtsetzer. Ja, das ist die Begrüßung vom Lichtsetzer für seine Community. Und der Kollege Thorsten Engemann nimmt auch schon gerade wieder auf. Ja, wir haben hier heute den nächsten Spot entdeckt im Raum Berchtesgaden. Und Ramsauer Ache, so heißt das Flüsschen wohl. Welches wir heute aufs Korn nehmen wollen. Wobei Flüsschen, stimmt nicht so ganz, ist ein Bach. Sieht nach einem wilden Bachlauf aus, klingt auch ehrlich gesagt schon so. Und wie wild es wirklich wird an diesem Bachlauf mit meinen beiden Fotografenkollegen hier, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Wahrscheinlich hört man das Rauschen jetzt hier ganz extrem. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Spot. Also hier geht schon was, muss ich sagen. Das ist schon recht cool. Ein reißender Bach. Das hat schon wirklich was von einem... Also das ist das, was ich mir mit einem Wildbach auch wirklich vorstelle. Ja, wie gesagt, Geräuschkulisse für Video natürlich nur so semi. Aber zum Fotografieren, glaube ich, relativ cool. Hier werden wir was rausholen können, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich einigermaßen guter Dinge. So, jetzt haben wir hier einmal den Versuch, die Drohne starten zu lassen, aber der Satellitenempfang hier im Wald ist nicht so. Deswegen hat hier der Kollege Lichtsetzer die Pseudo-Drohne an den Start gebracht. Die die X4. Ist ja immer noch One. Ja, und damit kann man ja im Prinzip einen Drohnenflug perfekt simulieren. Er hat auch den 3 Meter Selfie-Stick dabei. Oh, jetzt ist auch die Drohne in der Luft. Und auch da lassen sich hier jetzt wahrscheinlich fantastische Aufnahmen machen von dem Spot. Deswegen hatte ich zu Thorsten eben gerade auch gesagt oder vielmehr ihm die Frage gestellt, ob er denn die X4 dabei hat mit dem entsprechenden Selfie-Stick. Ich habe die One X2, da stimmt das One, tatsächlich auch dabei und auch den 3-Meter-Stick. Aber bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, das aus dem Rucksack rauszuholen. Und deswegen erfreue ich mich an dem Spaß, den die anderen da jetzt haben. Und wenn es im Geäst nicht hängen bleibt. Von daher ist schon wirklich ziemlich cool hier. Kann man also aus diversen Perspektiven was rausholen. Wir wollen den Weg vielleicht gleich noch mal ein bisschen weitergehen und da gucken, dass wir auf die andere Seite kommen, um zu schauen, weil hier haben wir halt überall diese Kaskaden, diese Stufen, wo das Wasser hier herabfällt. Aber wir wollten mal schauen, ob es hier vielleicht auch noch einen richtigen Wasserfall gibt. Das wäre natürlich dann Jackpot. Müssen aber natürlich auch sagen, dass es jetzt zunehmend dunkler wird und das relativ rasant. Das heißt, die Lichtverhältnisse werden dann auch schlechter. Also von daher, jo. Aber ein bisschen Spaß haben wir hier auf jeden Fall. Thank you.
ist jetzt bestimmt voll gemein, dass ich das so aufnehme. Aber diesen Take jetzt hier von Thorsten, den musste er eben wiederholen, weil er beim ersten Mal die Kamera falsch eingestellt hatte. Ja, es hat auf Slow-Mo quasi aufgenommen. Das kann natürlich passieren. Das ist uns, glaube ich, allen schon gegangen. Ich habe schon gesagt, wenn wir morgen unterwegs sind, nehme ich am besten nur mal die beiden auf. Behind-the-Scenes-Material sammeln. So sieht das bei YouTubern wirklich aus. Aber nee, wie gesagt, das ist uns natürlich allen schon so gegangen. Und für euch im fertigen Produkt ist das dann natürlich nicht zu sehen. Das ist die Arbeit, die wir YouTuber uns quasi machen, um euch ja, das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Naturlehrpfad Zauberwald. Das ist das, was hier auf dem Schild steht. Wir sind schon wieder alle ganz, ganz fleißig am Vloggen. Ja, den Weg gehen wir jetzt natürlich nicht mehr komplett, denn dafür wird es einfach mittlerweile schon zu duster. Und wollen jetzt einfach bloß noch ein Stück diesen Weg gehen. Ja, er geht etwas abwärts. Das heißt, wir müssen ihn nachher auch wieder rauf. Ja, und dann beschäftigen wir uns auch ganz, ganz langsam mal quasi mit der Planung, mit der Kappe hier will aber auch nicht, mit der Planung Abendessen. Denn das müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Da haben wir auch noch keine Idee. Kursierten schon verschiedene Ideen vorher. Also ob man nicht einfach irgendwo eine Pizza bestellt oder doch irgendwo einkehrt. Das müssen wir mal sehen, wo wir dran vorbeikommen und was denn irgendwie gut und einladend aussieht. Ja. Und sonst, wie gesagt, gehen wir hier noch fleißig weiter den Weg hinab, vloggen, was das Zeug hält und suchen eigentlich jetzt nur noch so einen coolen Fotospot. Der Lichtsetzer glaubt, eventuell was gefunden zu haben. Der andere Thorsten spaziert dort vorne noch weiter. Ja, es wirkt hier auf dem Pocket auch alles noch ein bisschen heller, als es tatsächlich ist. Das ist natürlich das Tolle, dass der Pocket nicht wirklich viel Licht braucht, ne? Das ist natürlich schon cool. Aber nun ja, schauen wir mal, ob wir noch einen coolen Spot finden, den wir hier fotografisch mitnehmen können. Fällt einem denn auch irgendwas auf, wenn man so mit zwei anderen Foto-YouTubern unterwegs ist? Na klar, ich
meine, wir machen zwar alle irgendwo das Gleiche, aber doch auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Während Thorsten Engemann sehr, sehr viel an seinen Videos erklärt, sehr genau zeigt, wie es am Spot aussieht und was er dort genau tut und wie er es fotografiert, hat der Lichtsetzer Thorsten auch schon wieder eine andere Arbeitsweise. Und ich dagegen auch. Also ich erkläre auch nicht so wahnsinnig viel, was es an den Spots tatsächlich gibt, sondern ja, zeigt den Spot, fotografiert ihn, blende euch das Ergebnis entsprechend ein. Also wir haben da sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber das ist auch relativ cool und auch relativ cool für euch, denn ihr werdet auf drei verschiedenen Kanälen entsprechende Videos von den gleichen Spots sehen und die Videos werden aber trotzdem alle komplett anders sein. Und es geht auch 0,0 darum, welches Video dann besser oder schlechter ist, sondern sie sind einfach auf ihre Art und Weise jeweils anders und einzigartig. Die Karawane geht jetzt so langsam wieder nach oben. Wir verlassen diesen fantastischen Spot, wollen hier eventuell noch ein zweites Mal herkommen. Aber das Licht verlässt uns hier jetzt einfach. Upsa. Und ohne das Licht macht es dann natürlich auch keinen Sinn, weil natürlich kann man das Wasser trotzdem mit Langzeitbelichtungen irgendwie immer noch hinbekommen. Aber man will ja auch was von der Umgebung zeigen. Und das kann man dann einfach vergessen. Dafür wird es dann jetzt zu dunkel. Deswegen war es das für diesen Spot. Kam ehrlich gesagt doch mehr bei raus, als ich dachte. Boah, das soll es für heute gewesen sein. Aber das Abenteuer Berchtesgaden geht natürlich weiter. Wenn ihr weiteres sehen wollt und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Glocke drücken. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn das nächste Material online geht. Und natürlich auch unbedingt bei den anderen beiden Kanälen schauen. Bei Thorsten Engemann und beim Lichtsetzer Thorsten. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.